Wir freuen uns sehr, Ihnen heute einen Einblick in das Programm der 10. Musiktage Feldafingen geben zu können. Ein Höhepunkt ist sicherlich eine Auftragskomposition. Ich schreibe ein neues Werk für Gesang, Violine und Klavier, das wir gemeinsam mit der Sopranistin Hanna Elisabeth Müller uraufführen werden. Es ist uns ein Anliegen, bei diesem Festival auch Neues in die Welt zu setzen. Und wie wir alle wissen, verändert sich ein Werk nach seiner Geburtsstunde immer noch beträchtlich. Und nicht selten ist es so, dass es auch Eingang in das Repertoire anderer Instrumente findet. Wir haben nun mit dem Cellisten Daniel Müller-Schott einige der ansprechendsten dieser Werke zusammengestellt. Dazu gehörte sogar auf gewisse Weise das volltemperierte Klavier von Johann Sebastian Bach. Denn mit dem Begriff Klavier hat Bach wohl eine Art Klavichord gemeint. Doch ist das für mich eine besonders reizvolle Angelegenheit, die Klangmöglichkeiten eines modernen Konzertflügels in den Dienst dieses Werkes zu stellen. Auch das Werk unseres Jubilars Rachmaninow wollen wir mit Ihnen zusammen entdecken. Und auch seine Vorliebe für den Jazz, den er in seiner Wahlheimat Amerika kennengelernt hatte, zusammen mit Sebastian Manz und dem Ares Quartett. Dass Rachmaninow sich auch mit alter Musik beschäftigt hat, macht ihn uns noch sympathischer. Hier ein Medley aus seinen und Corellis La Follia-Variationen.